Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Ich habe heute eine frohe Botschaft für euch. Und zwar, wir haben es endlich geschafft. Was heißt endlich? Also lag ja nicht an uns, sondern an der Bürokratie. Wir haben endlich unseren Verein gegründet. Ja, wir haben jetzt den Verein gegründet, der denselben Namen trägt, aber mit der Permakultur davor, also Permakulturverein Waldgeister e.V. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ja, das haben wir gemacht, damit all die lieben Leute, denen wir mal Kombucha-Pilz haben zukommen lassen oder mal einen Holzfäller-Gaserofen, die jetzt immer gesagt haben, was können wir euch denn mal Gutes tun? Da haben wir gesagt, wir wollen gar nicht, dass ihr uns was Gutes tut, sondern dafür haben wir jetzt diesen Verein gegründet und da könnt ihr jetzt Fördermitglieder werden. Und dann können wir mit euch zusammen, kann natürlich auch jetzt aktive Mitglieder werden, wenn ihr in der Nähe wohnt, kann man jetzt tolle Sachen machen. So wie zum Beispiel, dass wir halt in Zukunft noch ein bisschen mehr YouTube-Content euch geben können. Also noch mehr kostenloses Wissen über Permakultur und so weiter zur Verfügung stellen können, indem man auch mal hier Referenten ins Gemeindezentrum einlädt, wo wir hier eine Möglichkeit haben, schöne Vortragsveranstaltungen zu machen, die auch kostengünstig dann ablaufen mit euch zusammen oder halt dann, dass ihr das über YouTube halt alles kostengünstig schauen könnt, indem man halt diese Kosten, die wir dann hätten für diese Vortragsveranstaltung über den Verein deckt mit euren Spendengeldern und so weiter und dass halt Seminare hier stattfinden, Workshops, die halt nicht darauf ausgelegt sind, damit viel Geld zu verdienen, das wollen wir nämlich nicht, sondern dass mit euren Fördergeldern da halt auch Materialien und so weiter besorgt werden können und die Leute halt kostengünstig hier unterkommen. Da haben wir jetzt nämlich auch ganz tolle Möglichkeiten erschlossen, dass ihr hier auch vorbeikommen könnt und für kleines Geld hier mal mitmachen könnt im Garten, euch das mal anschauen könnt, einfach mal so zum Anfassen das Ganze euch mal wirklich hier vor Ort anschauen könnt. Ja, dann haben wir mit dem Verein jetzt auch, also für alle, die in der Nähe sind, jetzt hier zum Beispiel in der Rhön, wir werden jetzt einen Stammtisch auch machen, wo der Verein quasi der Gastgeber ist, mehr oder weniger, aber da kann natürlich jeder vorbeikommen, der Permakultur interessiert ist, der findet das erste Mal am 10. März statt. Da treffen wir uns hier in Waldberg. Also wen das interessiert, schreibt uns gerne einfach mal per Mail an, dann sagen wir euch, wo ihr da genau hin müsst. Ja, was kann ich euch noch alles erzählen? Also, wie gesagt, den Verein haben wir jetzt gegründet. Wir sind da recht froh, dass es alles so gut geklappt hat. Also, die Bürokratie war doch nicht ohne. Also, man muss ja doch recht viele bürokratische Wege da gehen. Aber was am meisten Arbeit war, bis jetzt war halt dieses Bankkonto zu eröffnen. Das hätten wir nicht gedacht. Für alle von euch, die vielleicht interessiert, wie man so einen Verein gründet, können wir auch nochmal ein Video darüber machen. Hat ein paar schon angefragt. Ja, wie gesagt, da haben wir die GLS Bank gewählt. Das ist eine gemeinnützige Bank mehr oder weniger, also eine genossenschaftliche Bank, die sich sehr stark einsetzt für Schulprojekte, ökologische Landbauprojekte und so weiter und da tolle Sachen fördert, auch Gemeinschaftsprojekte. Ja, und ihr seht schon, ich sitze gerade vor unserer Planungstafel. Die ist mittlerweile ziemlich voll. Da müssen wir immer wieder Platz schaffen. Da stehen dann schon so Sachen drauf wie hier Vereinsprojekte, Sensenworkshop, Film, Diskussion, School of Trust. Also da wird es dann auch irgendwie Vortragsveranstaltungen geben, den Stammtisch, Feld umzäunen, ja, also Sachen. Ja, da haben wir vieles, vieles vor mit euch zusammen, auch gerne, wenn ihr möchtet. Und für uns war halt immer klar, dass wir da halt so eine Vereinsform für brauchen, weil wir das halt nicht kommerziell machen wollen. Weil sonst müssten wir auch für diese Workshops natürlich horrende Preise nehmen. Und genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen, weil das uns auch selber immer stört, weil wir auch nicht so viel Geld haben, jetzt mal, oder für Leute generell, die nicht so viel Geld haben, die können sich ja euch oft so eine Permakultur-Workshops gar nicht leisten. Und wir wollen halt, dass das Wissen für alle die wirklich Interesse haben, zugänglich ist, unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Das ist für uns halt irgendwie, das kann es nicht sein, dass das das Hindernis ist. Deswegen haben wir den Verein gegründet und auch die Möglichkeiten jetzt, wie gesagt, hier erschlossen, halt, dass ihr hier für kleines Geld halt unterkommen könnt. In Zukunft vielleicht auch ein paar mehr Leute. Im Moment beschränkt sich das noch auf so Unterkünfte für zwei, drei Leute. In Zukunft wahrscheinlich auch die Möglichkeit für mehr Leute oder vielleicht sogar für kleine Gruppen, dass ihr hier einfach mal vorbeikommen könnt, mal einen Sensen-Workshop machen könnt. So, da sind wir gerade am Sensen sammeln und all so Geschichten.
Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, guckt einfach mal auf unserer Homepage, da könnt ihr euch das alles anschauen. Wir haben jetzt die komplette Homepage auch erneuert, umgestellt. Alle Infos erstmal zum Verein rein, auch wie ihr uns unterstützen könnt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ja, für alle, die jetzt so lange gewartet haben, wo wir mal gesagt haben, wir wollen nichts von euch, auch wenn wir euch kostenlos so einen Ofen gebaut haben, jetzt könnt ihr uns unterstützen. Geht einfach auf unsere Homepage, haben wir euch hier irgendwie eingeblendet, diewaldgeister.de, und da findet ihr dann alles weitere. Ja, schöne Nachricht. Ja, und in Zukunft wird es dann wieder, wenn denn, oh, das draußen endlich mal wieder warm geworden ist im Moment. Es ist ja eisekalt hier in Deutschland. Wieder viele tolle Gartenvideos geben mit wichtigen Sachen, denke ich mal, über die Permakultur und das ein oder andere Werkstattvideo, wie man mit Handwerkzeugen und ja, Holz vieles nachhaltige Sachen baut und macht und tut, genau. Aber das dann erst wieder, wenn es ein bisschen wärmer ist. In dem Sinne hoffe ich, ihr übersteht diese eisige Winterzeit noch und dann starten wir mit neuem Elan, bei uns zumindest. Wir können es schon kaum erwarten, die ganze Anzucht und Pflanzen, was dann alles so auf uns zukommt, zu machen. Und haben schon so viele Projekte, ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald in diesem Jahr vielleicht auch mal welche von euch, die dann hier vorbeikommen. Freuen wir uns schon drauf. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Ach ja, eine Sache habe ich beinahe vergessen. Wir haben noch was für euch. Und zwar hatten wir ja im Dezember mitgemacht bei dem Garten-YouTuber Adventskalender. Und da ist jetzt, weil die eine Dame, die den Gutschein gekriegt hätte für den Permakulturkurs beim Bernhard Gruber über 100 €, die braucht den nicht, kann damit nichts anfangen. Deswegen ist er noch da. Da kann sich gerne jemand bei uns melden. Den würden wir dann einfach dem Ersten, der da jetzt Interesse hat, den einfach zukommen lassen. Ja, und der Bernhard Gruber hat uns immer mal wieder per WhatsApp ein paar kleine Videos zukommen lassen, was da so Tolles mit auch eurem Geld in Afrika gemacht wurde. Also einen Teil des Geldes konnte er jetzt quasi damit einsetzen, um da drüben Permakulturkurse zu machen. Und ja, und da sind echt tolle Sachen bei rausgekommen. Das zeigen wir euch am Ende, blenden wir euch die Videos nochmal ein von Bernhard Gruber. Und ich finde, da kann man halt auch sehen, was halt alles zustande kommt, wenn Leute gemeinschaftlich halt wirklich zusammen was schaffen. Also da kann man sich bei den Afrikanern, die mit dem Bernhard Gruber da drüben diese Kurse gemacht haben, echt eine Scheibe abschneiden. Also auch echt total toll, was die da zustande gekriegt haben. Und die haben dann so eine schöne Endzeremonie, als sie dann so ein Mandala-Beet gemacht haben. Also wunderschön, können wir uns Deutsche einfach nur eine Scheibe abschneiden und mal gucken, wie Gemeinschaft funktioniert. In dem Sinne, schaut es euch, wenn ihr mögt, noch an. Bis zum nächsten Video. Jetzt ist bei mir erstmal Schluss. Tschüss! Liebe Freunde der Waldgeister, ich möchte euch begrüßen. Ich bin der Bernhard Gruber. Ich bin gerade auf einer Projektreise in Kenia dieses Jahr und bin gerade dabei, den zweiten Permakulturkurs zu halten. Letzte Woche haben wir unseren ersten Permakulturkurs gehalten auf Rusinga Island, auf einer kleinen Insel im Viktoriasee. Und die Wochen sind wir dabei, Permakulturkurs zu halten in der Missionsstation in Sori, auch direkt am Viktoriasee. Letzte Woche haben wir 40 Kursteilnehmer gehabt. Da waren wir in Bad Ilisha, das ist so ein kleines Trainingscenter. Und diese Woche haben wir 30 Kursteilnehmer und da sind wir in der katholischen Mission hinter mir eben der Viktoriasee, fast ein kleines Binnenmeer und unten drunter hinter mir der Garten von der angeschlossenen Küche. Ja, ich schicke euch liebe Grüße aus Kenia und bedanke mich für eure Teilnahme des Adventkalenders der Waldgeister. Ich hoffe, die Gewinner haben sich über die Preise gefreut. Wer nichts gewonnen hat, hat natürlich auch die Möglichkeit, am Permakulturkurs teilzunehmen. Anmeldungen sind noch möglich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Okay, grüß euch. Das ist der Mandala Circle. Da unten stehen die Leute. Die haben den Circle brav gehoben.
Das sind unsere Participants vom letzten Kurs, den wir da gehalten haben in Soari auf der Missionsstation. Ja, in der Mitte sieht man gut den Bananencircle, den sie graben haben. Und rundum die Fläche gestaltet. Jetzt gibt es das Abschlusslied. Schaut euch den einmal an. So schaut's aus da bei uns. Da haben wir eben die Folientunnels. Das ist der Rest vom Garten. Jo, soweit so gut.